ist eigentlich so organisiert, dass es relativ flache Hierarchien hat. Also das kam auch eigentlich maßgeblich von zwei Mitgliedern aus der AG Migration, die gesagt haben, wir suchen eigentlich nach einem Ort, wo wir uns einfach mal auf einen Kaffee treffen können. So. Das hört sich jetzt generell eigentlich relativ banal erstmal an, ist aber gar nicht so einfach, wenn man das durchführen möchte, weil es eben dazu gehört, auch ein guter Gastgeber zu sein. Also wir bieten quasi einfach nur den Raum, in dem sich die AG-Mitglieder dann oder halt die zum Kaffee treffen können. Und was da passiert in dem Raum, ist eigentlich relativ offen. Also wir sind da auch flexibel und das ist auch jedes Mal, jeden Monat teilweise anders und es entwickelt sich auch. Ein Ablauf wäre, dass wir uns morgens um 10 treffen. Dann gibt es zwei Mitglieder, die halt anfangen, Bohnen zu rösten, Kaffee zu machen auf afrikanische Weise. Ich weiß nicht, ob man das auf manchen Fotos auch erkennen konnte. Wir bauen die Tische auf, versuchen eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen und gehen dann halt los mit Flyern. Und das ist ein großer Vorteil, dass parallel zu dem Kaffee International ein Wochenmarkt stattfindet. Und gehen dann auf diesen Wochenmarkt, der auch gut angenommen ist von Menschen mit Migrationshintergrund, die A, verkaufen und kaufen. Und laden die quasi zu uns ein, umsonst einen Kaffee zu trinken oder Baklava zu essen oder meine Mutter backt dann Butterkuchen oder also das ist relativ offen, wie wir das gestalten. Dadurch hat sich auch ergeben, dass es eine afrikanische Gruppe gibt, die Musik bei uns macht. Wir haben Lehrer dazu bekommen, die Gitarre spielen begleitend. Es haben sich kleine Gruppen gefunden, die sich über Facebook nicht sicher waren und dann die haben wir denen erklärt, wie man bei Facebook teilnimmt oder nicht und denen die Sachen übersetzt, dass die sich da halt relativ sicher anmelden. Also es ist so offene Plattform und genau, also wie die genutzt wird, liegt dann an den Teilnehmern des Cafés. Das war's. Ja, und weil das eine tolle Idee ist, sehr gut angenommen wurde, wollen wir euch eine Best-Practice-Urkunde überreichen. Und wir haben noch einen kleinen Frühstückskorb für euch gepackt, den ihr vielleicht bei den nächsten Kaffee Internationals benutzen könnt. Also nochmal vielen Dank für die tolle Idee. Du, das mal einschätzen. So, du hältst. So, und jetzt brauche ich noch die Edith auf der Bühne. Hallo Edith. Und fang schon mal an. Wir haben ja diesen wunderbaren Ideenwettbewerb ausgerufen und wunderbar daran ist ja vor allem, dass so viele mitgemacht haben. Also wir haben über 40 Ideen von euch bekommen und dann hatten wir die Qual der Wahl. Fiel uns wirklich sehr schwer, da waren ganz viele tolle Sachen dabei und das hatten wir uns eh schon überlegt und werden es jetzt wirklich auch zu Beginn des Jahres zügig angehen, dass wir eine Aktions- und Ideenbörse im Wurzelwerk aufbauen werden, vor allem mit Fotos, ja, weil Text ist geduldig an der Stelle und da wollen wir euch jetzt schon mal bitten mitzumachen und wollen euch jetzt so ein paar Sachen mal exemplarisch sagen, was so gekommen ist, bis wir dann zu unserem Platz 1 kommen. Also, aus dem KV Düren kam zum Beispiel die Idee, also ein interaktives Legespiel mit Platten auf dem Boden zu machen im Wahlkampf, wo man Bürger mitmachen lassen kann und auch informieren kann. Aus dem KV Lippe, getestet im Wahlkampf 2012, eine E-Mobil-Ausstellung mit Pkw, Rollern, Rädern auf dem Marktplatz, um die Leute mit lokalen Anbietern dem Angebot näher zu bringen. So, aus dem KV Düsseldorf, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen trocken an, weil es eher eine strukturelle Geschichte ist, aber es ist wichtig, wenn man es macht und dann läuft es richtig gut. Die nennen das Kleeblatt, also dass sich regelmäßig vier Leute aus Stadtteilgruppe, Bezirksvertretung, Kreisverband und das zuständige Ratsmitglied treffen, um über Themen Wahlkampf, Personalentwicklung und so weiter sich auszutauschen. Und sie haben festgestellt, dass es wirklich was bringt und man wirklich eine Menge positiv verändern kann. Aus dem KV Duisburg, auf dem vorletzten Platz aus unserer Sicht, die Platte wird grün, haben sie es genannt, auch im Landtagswahlkampf getestet, Guerillagärtnern, um die trostlose Bahnhofsplatte zu verändern. Und die Aktion ist immer sehr öffentlichkeitswirksam von der Presse aufgenommen worden und das fanden wir eine sehr schöne Idee. Ja, und
Dann kommt aber unser Platz 1, weil da waren wir auch schon mal vorher darauf aufmerksam geworden und das ist wirklich herausragend. Das Ganze machen zwar auch andere Kreisverbände, aber so wie sie es machen, ist es wirklich etwas Besonderes und das ist, sind die Neumitgliederseminare des Kreisverbandes Bonn. Hallo Martin. Martin Heyer, kommst du auf die Bühne? Ich weiß nicht, ob du alleine auf die Bühne kommst. Stefan ist nicht da. Der zweite Name, der dazu erwähnen wäre, wäre der Stefan Freitag. Also das ist wirklich eine besondere Konzeption, wird auch besonders gut angenommen und es wird auch regelmäßig gemacht. Und ja, vielleicht kannst du uns dein Geheimrezept oder euer Geheimrezept nochmal verraten und wir können es dann vielleicht nochmal schriftlich zur Verfügung stellen. Aber das wollten wir auf jeden Fall hier nochmal würdigen. Ja, vielen Dank. Ich bin etwas überrascht. Ja, wir machen 2-3 Mal im Jahr Neumitgliederseminare und wir laden alle, die interessiert sind oder gerade neu bei den Grünen sind, ein, mit uns nicht nur zu diskutieren und uns kennenzulernen, sondern vor allem was über Strukturen zu lernen. Und das wird eigentlich immer ganz gut angenommen und wir haben schon ganz viele Leute einbinden können. Das macht viel Spaß. Also wir stellen euch das Konzept vielleicht nochmal zur Verfügung mit Einverständnis des KV Bonn, weil es steckt noch ein bisschen mehr dahinter als der Martin, das war jetzt so ein bisschen understatementmäßig gesagt hat. Es wird wirklich, ist eine besondere Konzeption, besonders gut angenommen. Deswegen wollen wir euch auszeichnen und haben hier einen Bildungsgutschein der Heinrich-Böll-Stiftung NRW für euch nochmal. Wenn ihr es noch selber ein bisschen aufstockt, könnt ihr noch tollere Seminare machen, aber erstmal über 200 Euro einen Bildungsgutschein. Setzt ihn gut ein. Dankeschön. Muss weiter. Liebe Delegierte, liebe Freundinnen und Freunde, ihr habt das große Los gezogen, dass ihr früher aufgestanden seid und schon alle da seid, obwohl es so lange gestern gedauert hat. Wir haben hier nämlich auch noch eine Aktion, nachdem wir schon die tollen Aktionen der KVs gesehen haben. Wir sind hier oben, hallo, genau. So, und hier wird jetzt gleich ein Plakat runtergelassen und da finden wir, ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft drauf. Also, lass es mal bitte runter, ganz langsam. So, und was wir hier sehen, das werden wir im Wahlkampf transportieren müssen, denn das ist ein ganz entscheidender Punkt, um Schwarz-Gelb zu entlarven. Was steht da drauf? Wir machen das ganz, ganz langsam, ja, damit hier keiner was auf den Kopf bekommt. Schwarz-Gelb kostet Stromkunden 4 Milliarden Euro, liebe Freundinnen und Freunde. Und das müssen wir immer wieder sagen. Denn hier wird abgezockt zu Lasten und es wird am Ende den erneuerbaren Energien in die Schuhe geschoben. Und diese Art von Politik machen wir nicht mit. Wir lassen die Erneuerbaren nicht diskreditieren, denn die Erneuerbaren senken den Preis und steigern nicht den Preis. Deshalb dafür lohnt es sich zu kämpfen und dafür wollen wir auch kämpfen im Wahlkampf. Wir haben ja von der Bundestagsfraktion aufgedeckt, dass unglaublich viele Ausnahmen da sind. Und mittlerweile weiß jedes Kind auf der Straße, dass Rösler einfach einer ist, der versucht, wie im Karneval, alle möglichen aus der Wirtschaft zu bedienen. Und das werden wir ihm nicht durchgehen lassen. Dieser Rösler muss weg. Die Zeit der Kamelle für jeden Unternehmer ist vorbei, liebe Freundinnen und Freunde. Diese ungerechte Politik muss ein Ende haben. Wir werden jetzt gleich einsteigen in die Energiedebatte. Wir werden zeigen, was unsere Konzepte sind und wir werden zeigen, dass wir es besser können. Es gibt nur eine Partei, die Energiewende kann und das sind die Grünen, liebe Freundinnen und Freunde. So, jetzt geht's auch wieder zurück und jetzt steigen wir ein in den inhaltlichen Punkt.
Ja, vielen, vielen lieben Dank, Bärbel, lieben Dank, Monika, Sven und Johannes. Das war wirklich eine tolle Einstimmung auf unseren Antrag und unser Thema, das wir heute haben. Wir gehen jetzt in die Antragsberatung. Euch liegt vor der Antrag E01, so schaffen wir die Energiewende durch den Landesvorstand. Ich würde gerne euch eben vorstellen, wie wir uns das jetzt heute Morgen gedacht haben. Es läuft wie folgt. Zuerst machen wir eine Antragseinbringung, das macht die Bärbel. Dann haben wir vorgesehen eine Aussprache, 4 Männer, 4 Frauen, a 4 Minuten. In der Debatte haben wir 3 gesetzte Redebeiträge von Johannes Remmel, Wiebke Brems und Oliver Krischer. Dann haben wir zum Abschluss der generellen Aussprache unsere heutige Gastrednerin aus dem Europaparlament wird kommen, Rebecca Harms. Dann gehen wir in die Abstimmung zum Antrag. Euch liegt vor auf den Tischen eine Antragsübersicht. Die müsstet ihr alle haben. Da könnt ihr sehen, es ist eine bunte Mischung aus Übernahmen, modifizierten Übernahmen, zurückgezogenen Änderungsanträgen und einer kontroversen Abstimmung. Das würden wir dann danach machen und dann kommen wir zur Schlussabstimmung. So würden wir das gerne machen. Ihr könnt, während der Antrag des Landesvorstandes von Bärbel gleich vorgestellt werden wird, könnt ihr hier vorne an der Antragskommission eure Wortmeldung abgeben. Wenn ihr so einverstanden seid, dann bitte ich euch ums Kartenzeichen. Vielen Dank. Ist jemand dagegen? Gibt es Enthaltungen? Dann ist das einstimmig so angenommen. Vielen, vielen Dank. Dann können wir so verfahren. Und dann bitte ich zur Antragseinbringung Bärbel noch mal nach vorne. Bärbel, du hast 7 Minuten, bitteschön. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben euch vom Landesvorstand einen Antrag vorgelegt, der ist überschrieben mit »So schaffen wir die Energiewende«. Und wie schafft man sie nicht? So wie es die Bundesregierung macht, liebe Freundinnen und Freunde. Die Bundesregierung macht Murks, die Bundesregierung fährt die Energiewende gegen die Wand. Und das müssen wir überall erzählen, denn häufig genug ist immer noch der Eindruck da, man hat doch im Sommer 2011 einen Beschluss gefasst und auch CDU und FDP sind doch jetzt dafür, für den Ausstieg aus der Atomkraft und auch die sind dafür, die Energiewende jetzt durchzuführen. Einen kleinen Moment habe ich das damals auch gedacht. Vor 1,5 Jahren habe ich gedacht, vielleicht ist der lange Kampf gegen die Atomkraft jetzt vorbei und vielleicht läuft es jetzt auch so, weil alle zugestimmt haben, aus der Atomkraft auszusteigen. Aber nein, wir haben gemerkt, dass das keineswegs so ist und eigentlich ist es auch logisch, wenn man sich die Geschichte anguckt. Wir haben schon in den 70er Jahren gegen die Atomkraft mobil gemacht und es gab immer eine Formation, die war dagegen und das war die CDU und die FDP. Die waren bis zum Schluss dagegen, als wir im Jahr 2000 den Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen haben. Wer war dagegen? CDU und FDP. Und als sie rangekommen sind bei der letzten Bundestagswahl, das Erste, was sie gemacht haben, und vor 2 Jahren haben sie es realisiert, Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke. Dieselben Politiker, die damals Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke gemacht haben, die wollten uns weismachen, dass sie ein halbes Jahr später plötzlich für den Atomausstieg sind. Das haben sie nur gemacht, weil der Druck der Öffentlichkeit nach Fukushima da war und aus keinem anderen Grund. Es geht bei dieser Frage um viel Macht und es geht um viel Geld. Und gerade deshalb wird alles getan, damit der Ausbau der Erneuerbaren so lange wie möglich zurückgehalten werden kann. Warum hat denn diese Bundesregierung nach ihrem Ausstiegsbeschluss kein Gesamtkonzept vorgelegt? Warum hat sie zum Beispiel, wenn sie 8 Atomkraftwerke abschaltet, nicht das Ausbauziel für die Erneuerbaren erhöht? Hätte sie doch machen müssen. Hat sie nicht gemacht. Ganz deutlich wird, eigentlich will sie diesen Ausstieg aus der Atomkraft nicht. Und deshalb sind die Argumente, die jetzt kommen, im Prinzip gehen sie auch in dieselbe Richtung. Früher hieß es immer, wir können nicht ohne die Atomkraftwerke. Heute heißt es, ja, die Erneuerbaren sind gut, aber dieser Atomausstieg wäre es doch nur deshalb möglich gewesen, weil wir Atomstrom von unseren Nachbarländern bekommen haben. Liebe Freundinnen und Freunde, dieses Argument ist falsch. Wir sind im Jahr nach dem Atomausstieg, haben wir eine Reduktion unseres Atomstroms um fast 20% in Deutschland gemacht. Aber ebenso
die Niederlande, die haben auch weniger Atomstrom, und zwar mehr als 11% weniger. Auch Frankreich hat in diesem Jahr weniger Atomstrom, ungefähr 5% weniger. Und selbst Tschechien hat ein leichtes Minus von 0,1%. Das heißt, es ist nicht der Atomstrom aus den Nachbarländern gewesen, der das Ganze kompensiert hat, sondern es ist der Ausbau der Erneuerbaren, gerade hier in Deutschland gewesen, der diesen Atomstrom kompensiert hat. Deshalb fällt auf dieses Argument nicht rein. Und die zweite Sache war immer, ja, die Energiewende, die geht doch deshalb nicht, weil die Versorgungssicherheit gefährdet ist. Im Winter werdet ihr erleben, dass wir dann Blackouts haben. Das Gegenteil ist der Fall. Den letzten Winter haben wir sehr gut überstanden, und der Blackout, den wir in München hatten, hatte mit den Erneuerbaren nichts zu tun. Das war eine ganz vollkommen andere Sache. Das heißt, wer hatte Blackouts im letzten Winter? Nicht Deutschland mit den Erneuerbaren, sondern es war das Atomland Frankreich. Frankreich hatte enorm viele Blackouts, gerade auch im Februar. Und es war Deutschland mit dem Ausbau der Photovoltaik, der Frankreich in dieser schwierigen Situation helfen musste. Die Photovoltaik, der Strom der Photovoltaik hat einen Teil dessen kompensiert, was die Franzosen an zu wenig Strom mit ihren Atomkraftwerken hatten. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen auf die Erneuerbaren setzen, und wir dürfen uns nicht von diesen großen Mächten, von den großen Energiekonzernen irritieren lassen. Wir, Deutschland, wir mit den erneuerbaren Energien gehen den richtigen Weg und nicht die Länder, die weiter auf Atomkraft setzen. Und das dritte Argument, und das ist, finde ich, das perfideste Argument, das ist das: Ja, wir wollen ja die Energiewende, wir wollen ja die Erneuerbaren, aber es ist viel zu teuer. Ja? Und genau diejenigen, die das sagen, die treiben die Preise hoch. Das haben wir hier gesehen. Es hat, wenn man sich das Ganze anguckt, hat noch nie so viel Ausnahmen, so viel Geschenke für die Unternehmen gegeben wie in dieser Zeit. Und deshalb müssen wir dieses Argument entlarven. Gucken wir uns mal die Zahlen genau an. Die Bundesregierung hat Maßnahmen auf den Tisch gelegt, dass der Strom für die Verbraucher 2,6 Cent teurer geworden ist plus Mehrwertsteuer. 2,6 Cent. Und was ist der Anteil der Erneuerbaren daran? 0,5 Cent. Der Ausbau der Erneuerbaren beträgt im letzten Jahr 0,5 Cent. Und das sind keine 2,6 Cent, sondern 0,5 Cent, liebe Freunde und Freunde. Und wenn man gleichzeitig bedenkt, dass die erneuerbaren Energien im letzten Jahr den Strom an der Strombörse um 0,9 Cent gesenkt haben, dann haben wir am Ende eine Preissenkung durch den Ausbau der Erneuerbaren und keine Preiserhöhung. Und das müssen wir den Leuten sagen. Ehe ich auf die einzelnen Sachen komme, begrüße ich direkt mal die Rebecca, die gerade reingekommen ist. Da ist sie. Rebecca, kannst du mal ein bisschen winken? Und Rebecca wird uns gleich vom Europaparlament auch noch erzählen, wie die Situation da ist. Denn im Europaparlament versucht der deutsche Kommissar Oettinger aus dem damaligen Atomland Baden-Württemberg die Erneuerbaren mit aller Macht zu verhindern. Wir haben also nicht nur eine Lobby hier in Deutschland, sondern wir haben auch einen Kommissar, einen Atomkommissar in Brüssel sitzen, der versucht, die Erneuerbaren kaputt zu machen. So, was haben wir für Ausnahmen? Im EEG, im Erneuerbaren Energiengesetz, haben wir diverse Ausnahmen. Ausnahmen bei den Netzdurchleitungsgebühren. Und der letzte Clou waren 0,25 Cent, die Verbraucher mehr bezahlen müssen, weil TenneT den Anschluss der Windparks in der Nordsee nicht rechtzeitig hinbekommt. Das, liebe Freunde und Freunde, ist ein wirtschaftliches Risiko. Das hat nichts bei den Preisen der Verbraucher zu suchen. Und es ist schon verrückt, dass ein Wirtschaftsminister von der FDP, der immer angeblich gegen alle möglichen Ausnahmen ist, derjenige ist, der die meisten Ausnahmen hier im Land durchsetzt. Wenn man sich allein anguckt, wir hatten 250 Unternehmen, die waren ausgenommen unter Rot-Grün. Und im nächsten Jahr wird es bei der EEG-Umlage ungefähr 2000 sein. Wir hatten in diesem Jahr 1400 Unternehmen, die ausgenommen sind bei den Netzdurchleitungsgebühren. Und im nächsten Jahr wird das erhöht auf ungefähr 3000. Von 1.400 auf 3.000. Mittlerweile gehen Unternehmen durchs Land
und versuchen, die Wirtschaftsunternehmen dazu zu bringen, auch eine Ausnahme zu beantragen. Das heißt, der Wirtschaftsminister hat hier, das Einzige, was er geschafft hat, hier hat er Arbeitsplätze geschaffen, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist ein Armutszeugnis. Einer, der von der FDP kommt und angeblich immer sagt, der Wettbewerb soll es bestimmen, der macht die größten Ausnahmen und der ist der größte Arbeitsplatzvernichter. Denn am Ende trifft es nicht nur die Verbraucher, sondern die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Arbeitsplätze verlieren. Und deshalb sagen wir, wir wollen weiter Ausnahmen, das ist sehr wichtig, gerade auch für Nordrhein-Westfalen. Wir wollen weiter Ausnahmen für die energieintensiven Betriebe, ja? Aber wir wollen sie nicht übermäßig, denn momentan haben wir folgenden Effekt. Die energieintensiven Betriebe sind de facto von den Kosten ausgenommen, aber sie profitieren von diesen 0,9 Cent, die Erneuerbaren den Strompreis senken. Ja? So, das heißt, sie haben momentan einen Profit von 700 Millionen Euro im Jahr durch die Erneuerbaren. Und das kann doch wohl nicht sein, dass die Erneuerbaren ein Konjunkturprogramm für die energieintensiven Betriebe sind. Es gibt mittlerweile Alu-Unternehmen, die hier ihre Kapazitäten ausweiten, weil sie sagen, der Energiepreis hier ist doch so wunderbar billig. Ja, das kann es nicht sein. Auch die energieintensiven Betriebe müssen wenigstens das bezahlen, was sie an Vorteilen haben durch die erneuerbaren Energien. Es kann nicht sein, dass wir ein Konjunkturprogramm für energieintensive Betriebe auflegen. Und der letzte Punkt, den ich sagen möchte, ist der, dass Klimaschutz und Energiewende, die hängen zusammen, und zwar über den Emissionshandel. Dadurch, dass der Emissionshandel so ausgehöhlt worden ist, dadurch, dass die Zertifikate des Emissionshandels so überbordend sind und dass man zum Beispiel dadurch, dass man CO2 reduzieren kann in China, vor allen Dingen bei Kohlekraftwerken, momentan den Preis der Zertifikate hier so senkt. Wir haben mittlerweile einen Zertifikatepreis von 6 bis 7 Euro je Zertifikat. Er war mal bei 30 Euro und Zertifikate, die man in China mit Kohlekraftwerken macht, kosten ungefähr 2 Euro. Das senkt den Preis. So, und das führt dazu, dass Deutschland weniger Einnahmen hat aus dem Zertifikatehandel und dass das Geld für die Energiewende, für die Gebäudesanierung fehlt, liebe Freunde und Freunde. Deshalb Rösler ist auch gegen einen Klimaschutz, einen ehrgeizigen Klimaschutz und behindert damit die Energiewende in diesem Land. Und es führt dazu, dass die Leute mehr Geld für die Heizung zahlen müssen, weil wir weniger sanieren können und weil deshalb weniger gedämmt ist und mehr für Heizkosten bezahlt werden muss. Letzter Punkt, weil die Nordrhein-Westfalen-Sachen, die wird Johannes gleich darstellen, auch bei den Energieeffizienzmaßnahmen. Rösler selber hatte gesagt, er setzt da jetzt mal Mittel ein und macht was für die Energieeffizienz und hat im Jahre 2011 70 Millionen Euro eingesetzt. Was ist abgeflossen? 3 Millionen. Dieses Jahr 35 Millionen eingesetzt. Was ist abgeflossen? 3 Millionen. Und warum ist es nicht abgeflossen, das Geld? Weil die Förderrichtlinien fehlen. Liebe Freunde und Freunde, hier wird ein Fake aufgebaut. Man versucht in jeder Hinsicht, die Erneuerbaren auszubremsen. Man versucht in jeder Hinsicht, die Energieeffizienz auszubremsen und damit die Energiewende. Und das müssen wir beenden. Deshalb müssen wir Schwarz-Gelb ablösen und deshalb müssen wir unsere Konzepte durchsetzen. Danke. Vielen Dank, Bärbel. Wir haben jetzt zwei geloste Redebeiträge. Einmal von Klaus Müller, KV Düsseldorf und dann Johanna Jurczyk von der Grünen Jugend. Wir würden euch bitten, wenn ihr euch noch an der Debatte beteiligen wollt, hier vorne bei der Antragskommission könnt ihr euch noch einwerfen. Und nach den beiden gelosten Redebeiträgen hat dann Johannes Remmel den nächsten Gesetzten. Klaus, du hast 4 Minuten. Ja, vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, die Verbraucherzentrale hat seit ungefähr 2, 2,5 Jahren einen Blick auf die Energiewende, der eben auch dazugehört. Und Grüne zeichnen sich in ihrer Diskussion, finde ich, immer dadurch aus, dass wir die positiven Seiten sehen, den Finger in die Wunden legen, aber auch nicht den Blick verschließen vor denjenigen Menschen, denen es schwerfällt, mit der Energiewende zurechtzukommen. Der Antrag, der euch vorliegt, spart das Thema nicht aus. Er beleuchtet das gut, das ist wichtig, weil wir ducken uns vor dem Thema von Energieschulden, Energiearmut, von Stromsperren nicht weg.
Uns ist das Thema begegnet mit einer unglaublichen Kreativität der Menschen. Wir hatten in unseren Beratungsstellen die Anfrage, ob wir nicht Stromkabel für eine Länge von 30 Metern verleihen könnten. Verlängerungskabel von 30 Metern? Das war die Antwort, um bei den guten Nachbarn Strom zu leihen, in Anführungsstrichen, weil einem selber die Strom abgesperrt wurde. Wir sind da tiefer eingestiegen in diese Frage und haben feststellen müssen, nach Auskunft der Energieversorger in Nordrhein-Westfalen, also nicht die subjektive Wahrnehmung der eigenen Menschen, dass man da immer zu viel bezahlt, ist, glaube ich, verständlich. Wir haben gefragt, wie viele Menschen sind davon in Nordrhein-Westfalen betroffen? Und die Zahl, die uns die Energieversorger für 2010 geliefert haben, lagen im fünfstelligen Bereich. Und jetzt gibt es inzwischen noch mehr Untersuchungen, die beleuchten, ja, es ist ein relevantes Problem. Für viele Menschen ist es schwierig, die Stromrechnung zu bezahlen. Und jetzt gibt es verschiedene Antworten darauf. Der Bundesumweltminister Peter Altmaier läuft durch die Gegend und sagt, ja klar, da müssen wir drüber reden. Er lädt zu einem runden Tisch nach dem nächsten ein. Passiert, außer einer flotten Homepage, ist nichts. Liebe Freunde und Freunde, die 15-20% in unserer Bevölkerung, die ein Problem haben, ihre Stromrechnung zu bezahlen, darauf ist eine neue Homepage schlicht eine fahrlässige Antwort. Das ist keine Antwort, das ist ein Wegducken vor dem Problem. Peter Altmaier ruft den Menschen zu, ihr könnt doch einfach mit euren Verhaltensänderungen 30, 40, 50% Strom einsparen. Liebe Freunde und Freunde, das ist eine zynische Ansage. Weil natürlich kann man durch Verhaltensänderungen Strom einsparen. Natürlich kann man das tun, wenn man in der Lage ist, einen neuen Kühlschrank zu kaufen, bei sich zu Hause zu investieren, die Warmwassererzeugung durch Strom umzustellen. Natürlich geht das, aber nur dann, wenn ich investieren kann, nur dann, wenn ich Geld in die Hand nehmen kann. Und für Menschen mit geringem Einkommen oder Hartz-IV-Einkommen ist das schlicht nicht möglich. Darum ist das eine zynische Antwort für diese Menschen. Wir sind jetzt hingegangen und sind seit 2 Jahren in der schönen Stadt Wuppertal am Experimentieren. Wir haben dort gemeinsam mit den Stadtwerken, nachdem es einmal heftig gerumst hatte, geguckt, wen betrifft das? Und wir haben feststellen müssen, das sind ungefähr 40% Menschen, die zu uns kommen, die haben einen Hartz-IV-Bezug. Aber es sind auch 40% Menschen, die Geringverdienende sind. Das heißt, sie haben ein eigenes Erwerbseinkommen, das so niedrig ist, dass Stromsperren, Stromarmut, Energiearmut für sie ein Problem ist. Und wir haben ungefähr 20% Rentnerinnen und Rentner. Und wir ziehen daraus die Konsequenz, dass NRW handelt. Johannes Remmel, dem ich jetzt vielleicht was vorwegnehme, ist vorangegangen und hat gesagt, in Aachen, in Bielefeld, Köln, Krefeld, Wuppertal, Bochum, Dortmund, Mönchengladbach gehen wir voran, gemeinsam mit der Caritas, gemeinsam mit der Verbraucherzentrale und wollen dafür sorgen, dass die Menschen ein gezieltes Angebot haben, ein gezieltes Beratungsangebot haben. Und in Wuppertal gehen wir weiter und sorgen dafür, dass es ein Kühlschrankaustauschprogramm gibt. Das heißt nicht mit Gutscheinen, wo man nochmal 300-400 Euro mitbringen muss, sondern mit einem gezielten Mini-Contracting-Angebot zahlen die Menschen 10 Euro im Monat, bekommen einen neuen energieeffizienten Kühlschrank und können unmittelbar Geld sparen und damit auch ihre Stromkosten verantwortlich senken. Liebe Freunde und Freunde, das Thema wird uns im Wahlkampf beschäftigen. Und so richtig die Energiewende ist, genauso wichtig ist, dass sie sozial und fair ausgestaltet ist. Und darum achten wir darauf in unserem Marktwächterkonzept, dass Kostensteigerungen nur 1:1 weitergegeben werden. Wir achten darauf, dass Energiesperren nur das letzte Mittel sind und meines Erachtens müssen sie für Härtefallgruppen verboten werden. Wir achten darauf, dass Mahngebühren nicht mal eben die Schulden noch mal verdoppeln. Wir wollen darauf achten, dass Stromtarife wirklich gerechter werden und Anreize zum Energiesparen setzen. Wir müssen über die Regelsätze reden und wir müssen dafür sorgen, dass die Einsparungen mit den Erneuerbaren an der Strombörse wirklich bei den Menschen ankommen. Hier gibt es Nachjustierungsbedarf. Das ist die Aufgabe von Bündnis 90 Die Grünen, im Wahlkampf das auch zu benennen. Vielen Dank. Vielen Dank, Klaus. Dann jetzt Johanna. Und auch du hast 4 Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, wir Grüne sind ambitioniert. Wir denken über Grenzen hinaus, wir denken darüber hinaus, wo andere Leute aufhören zu denken. Wir beweisen das in ganz vielen Bereichen, von der Wirtschaftspolitik bis zur Familienpolitik. Dieser Antrag hier geht in eine sehr gute Richtung, auch aus grüner Jugendsicht.
Er analysiert die richtigen Probleme und kommt auch zu den richtigen Schlüssen. Er weist neue Wege auf. Wir sind dem Landesvorstand sehr dankbar, dass er viele unserer Punkte aufgegriffen hat, die wir als Änderungsanträge gestellt haben. So freuen wir uns darüber, dass wir in unserem Antrag uns endlich mit der Anti-Kohle-Bewegung und mit den friedlichen Protesten gegen Kohle in aller Welt solidarisieren. Auch ein Herzensthema der Grünen Jugend, eine fundierte Wachstumskritik, wurde wenigstens im Ansatz aufgenommen. Und das freut uns als Grüne Jugend NRW sehr. Aber wie ich anfangs gesagt habe, wir sind doch die, die ambitioniert sind. Ist der Antrag ambitioniert? Geht er über Grenzen hinaus? Wir glauben, dass er nur das fordert, was wir als Grüne eh fordern müssen. Das, was unserem Selbstverständnis entspricht. Das, was wir uns selber schuldig sind. Wir sind die Grünen. Wir brauchen uns einer Beschlusslage mit der SPD nicht anzunähern. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir schnell und zügig zu 100% kommen wollen, dann brauchen wir eine Beschlusslage, die CDU und FDP Paroli bietet und auch der SPD. Eine Beschlusslage, die den Verhandlungen mit der Kohlepartei in die richtige Richtung treibt und nicht auf ein Mittelmaß zum Ergebnis kommen lässt. Liebe Grüne, ich komme zum Ende. Wir brauchen eine Beschlusslage, die schlicht und einfach ambitioniert ist. Und dafür lasst uns heute abstimmen. Dankeschön. Vielen Dank, Johanna. Bevor jetzt unser Umweltminister Johannes Remmel spricht, noch einmal die Aufforderung, wenn ihr euch noch an der Debatte beteiligen wollt, vor allem wenn sich Frauen noch an der Debatte beteiligen wollen, eure Wortmeldung könnt ihr hier vorne bei der Antragskommission einwerfen. Und jetzt Johannes, du hast 7 Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr habt gestern gefeiert, wir haben gefeiert, weiß nicht, ob es der ein oder andere gesehen hat, aber gestern ist die Konferenz in Doha zu Ende gegangen und gestern Abend flimmerte noch der traurige Peter Altmaier über die Bildschirme. Achselzuckend eher, ratlos, eigentlich die Ratlosigkeit in Person. Krokodilstränen hat er vergossen, aber eine wirkliche Botschaft nach vorne konnte er nicht anbieten. Und damit steht er für diese Bundesregierung, die in Sachen Klimaschutz den roten Parker ausgezogen hat und in den Kleiderschrank gehängt hat. Sie hat sich verabschiedet von der Jahrhundertaufgabe Klimaschutz. Sie hat keine Alternativen anzubieten. Sie weist keinen Weg. Und dabei ist es doch richtiger denn je, wer nicht auf dem Vulkan tanzen will, wer nicht einfach das Schicksal annehmen will, sondern aktiv was tun will, der muss dahin gehen, wo es ermutigende Zeichen gibt. Er muss da anfangen, wo Menschen schon aufgebrochen sind. In unseren Städten, in Regionen, bei Bürgerinnen und Bürgern, Genossenschaften, Umweltgruppen, bei den Kirchen, bei den Gewerkschaften, bei kleinen und mittleren Unternehmen. Und das ist auch unser Weg in Nordrhein-Westfalen, mit einem eigenen Klimaschutzgesetz, mit einem eigenen Klimaschutzplan. Klimaschutz wächst von unten als Graswurzelbewegung und nicht nur top-down, auf das wir lange warten müssen. Wir müssen anfangen, hier vor Ort und die Bewegung von unten stärken. Das ist unsere Aufgabe. Und dabei geht es nicht darum, dass wir den Anspruch haben, damit die Welt zu retten. Nein, nein, das wäre vermessen. Das wäre vermessen. Sondern es geht darum, dass wenn wir die europäischen Ziele erreichen wollen, wenn wir die nationalen Klimaschutzziele erreichen wollen, dann wird es nicht gehen, ohne dass wir in Nordrhein-Westfalen unsere Ziele erreichen. So wird eine Melodie draus. Und wir sind da durchaus in einem wohlverstandenen Wettbewerb mit anderen Regionen, mit anderen Bundesländern. Wir gehen hier ein Stück voran. Und wir setzen hier auch Zeichen, wir wollen Zeichen setzen, denn wir brauchen einen solchen Weg auch in der Bundespolitik. Wir wollen ein nationales Klimaschutzgesetz und wir machen den Weg hier in Nordrhein-Westfalen dafür frei.
Liebe Freundinnen und Freunde, was vielleicht die einen oder anderen als Sommermärchen 2011 verstanden haben, die große Riesenchance für den Klimaschutz und die Energiewende, mittlerweile gerade durch die Bundesregierung eine Riesenenttäuschung. In der Tat, die Bundesregierung fährt die Energiewende, fährt den Klimaschutz mit Karacho vor die Wand. Wo ist es denn das Gemeinschaftswerk, von dem die Ethikkommission gesprochen hat? Wo ist es denn, dass wir alle anpacken, dass wir eingeladen werden, dass wir an einem Strick ziehen? Stattdessen kleines Karo, stattdessen immer der Blick zurück. Und schon in den kleinsten Fragen ist die Bundesregierung sich nicht einig. Der Altmaier, der ein bisschen will, der Rösser, der ständig auf die Bremse tritt, die Kanzlerin, die wegguckt. Wie soll denn das gelingen, in der Gesellschaft für ein Gemeinschaftswerk zu werben, wenn man noch nicht mal in der eigenen Regierung eine Meinung hat, liebe Freundinnen und Freunde? Und wenn man das im europäischen Kontext sieht, dann wirkt das hier, was wir hier veranstalten, die Bundesregierung veranstaltet, doch eher wie ein Geisterschiff, ohne Plan, ohne Richtung. Schauen wir uns doch an, EU-Emissionshandel. Schauen wir uns an die Gebäudesanierung, bei der Elektromobilität, dann bei KWK, bei den Netzen, bei Offshore. Überall keine Richtung, kein Plan, kein Vorangehen, keine Entscheidung. Und dann wird die Sonne durch die Arena gezogen, schlecht gemacht. Jetzt der Wind soll gedeckelt werden. Ja, wo sind Sie denn, die Sicherheiten für Investitionen, die wir dringend brauchen? Diese Bundesregierung ist eine Schande für unseren Wirtschaftsstandort und auch für den Weg in die Erneuerbaren. So wird es nicht gehen. Und wenn man das so verkürzt, die Energiewende und den Klimaschutz zu einer reinen Stromwende macht, dann hat man die Zeit eigentlich nicht verstanden. Dann hat man den Knall nicht gehört. Es geht nicht nur darum, den Strom anders herzustellen, sondern es geht um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, eine historische Aufgabe. Wir stehen an einer Zeitenwende weg vom Feuer. Wir sind keine Pyromanen mehr. Das Zeitalter ist hinter uns. Wir haben ein erneuerbares Zeitalter vor uns und das trifft alle Lebensbereiche. Das Wohnen, die Mobilität, die Gebäude, das tägliche Leben und Arbeiten, die Ernährung. Und das ist die Aufgabe, vor der wir stehen im Rahmen einer Energiewende mit umfassendem Klimaschutz. Und diese Aufgabe nimmt die Bundesregierung überhaupt nicht wahr. Und dann ist es eben grundfalsch, das EEG und die Diskussion darum zu einer reinen Kostendebatte zu machen. Ich glaube aber, und Bärbel hat es auch schon dargestellt, das ist gewollt. Das ist politisch gewollt und gleichzeitig aber perfide. Dem EEG und den Erneuerbaren wird alles angelastet, was jetzt an Kosten entsteht. Ob es die Netzentgelte sind, ob es die Ausnahmen sind, ob es die Ökosteuer ist, ob es der Börsenmechanismus ist, wie die Erneuerbaren angeboten wird. Alles wird den Erneuerbaren zugeschrieben und ich glaube, das ist deshalb politisch gewollt, weil man die Auseinandersetzung, die notwendig wäre, nicht eingehen will. Denn die Feinde des Wegs in die Erneuerbaren sind durchaus mächtiger, als wir glauben. Der Weg ist kein Selbstläufer. Die Bundesregierung weiß sehr wohl, das EEG ist das erfolgreichste Instrument zur Markteinführung der Erneuerbaren. Und das nicht nur bei uns, sondern weltweit. Weltweit haben wir es auch mit unserem EEG als Vorbild an anderen Stellen nachgeahmt, geschafft, dass erneuerbare Energie überall Möglichkeiten zur autonomen, billigen, kostengünstigen Strom- und Wärmeversorgung bietet und damit Chancen bietet, unabhängig zu werden. Und mittlerweile ist es so, dass der Strom vom eigenen Dach günstiger ist als aus der Steckdose. Der Weg in die Eigenversorgung, in eine demokratische, bürgerfreundliche Energieversorgung ist frei, der liegt vor uns. Und wenn dann in Nordrhein-Westfalen der Chef, jetzt bald nicht mehr Chef von RWE Power, sagt, die Investition in das nächste große Braunkohlekraftwerk
Boa II lohnt sich unter den derzeitigen wirtschaftlichen Bedingungen nicht. Dann ist das nicht nur eine Zustandsbeschreibung, liebe Freundinnen und Freunde, sondern es ist eine Kampfansage. Eine Kampfansage deshalb, weil gleichzeitig weitergeplant wird, weil die Regionalplanung vorangetrieben wird, weil investiert werden soll. Eine Kampfansage deshalb, weil man die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern will, um das möglich zu machen. Und deshalb müssen wir für das EEG und den Ausbau kämpfen, weil hier stehen die Erneuerbaren gegen den alten Weg. Und wir brauchen das auch deshalb, wenn wir uns umschauen. Nicht, dass wir in 10 Jahren uns umgucken und um uns herum ist eine schöne neue Energiewelt entstanden. Jetzt, die nächsten 5 Jahre, werden die entscheidenden Investitionen getätigt. Und da müssen wir auf Nordrhein-Westfalen gucken. Wir haben die Chance, dass wir hier zu einer Zukunftswerkstatt werden und nicht zu einem Industriemuseum, wie andere vielleicht wollen. Aber die Investitionen müssen jetzt kommen und die Rahmenbedingungen dafür müssen gestaltet werden. Nordrhein-Westfalen ist nämlich ein Windland. Nordrhein-Westfalen ist ein Land für erneuerbare Wärme und KWK. Nordrhein-Westfalen ist ein Speicherland. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, die Bundesregierung ist eine Katastrophe für den Klimaschutz. Die Bundesregierung ist eine Katastrophe für die Energiewende. Die Bundesregierung ist auch eine Katastrophe für Nordrhein-Westfalen. Und deshalb, wir machen das Angebot mit Bärbel in Berlin, mit Oliver und Hermann in der Fraktion, mit Rainer Wiebke hier in der Fraktion. Ich will meinen Teil dazu beitragen. Wir kämpfen an dieser Stelle nicht um Bronze oder Silber. Wir kämpfen um Gold, wir kämpfen nicht um Platz, wir kämpfen um Sieg. Und diese Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen kann Energiewende. Und wir bewerben uns bundesweit, es besser zu machen und es wirklich durchzusetzen. Dafür brauchen wir eure Unterstützung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Johannes. Vielen Dank für diese sehr energiegeladene Rede. Und dann machen wir auch schon gleich weiter mit den gelosten Redebeiträgen. Wir haben 2 Redebeiträge gelost. Einmal Silvia Löhrmann, KV Solingen und dann Hermann Ott, KV Wuppertal, bevor es dann weitergeht mit dem gesetzten Redebeitrag von Wiebke Brems. Silvia, du hast 4 Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich wollte mich ja dem Appell des geneigten Präsidiums nicht entziehen, dass wir die Debatte noch ein bisschen befeuern. Und an Johannes' Beitrag hat man doch eins gesehen. Wie gut war das, dass wir nach dem Mai 2010 die Regierung ergriffen haben, liebe Freundinnen und Freunde. Wie gut das war, das hat man an Johannes' Beitrag gesehen. Wir haben angefangen und die schwarz-gelbe Mehrheit im Bundesrat damit gestoppt. Inzwischen regieren wir in 5 Bundesländern, in der Hälfte der Republik, was die Menschen angeht. Und die Energiewende geht in den grünen, mitregierten oder regierten Ländern voran. Und umso mehr stoppt es in Berlin. Herr Röttgen hat es ja vielleicht ein bisschen gewollt. Der ist abserviert worden, möglicherweise zu Recht. Und dann ist Herr Altmaier gekommen und sollte mit allen schönen Reden und es voranbringen. Und Johannes hat eben einen tollen Versprecher gemacht. Er hat nämlich gesagt, Herr Altmaier, ich würde mal sagen, die haben abgemeiert in Berlin. Schwarz-Gelb hat abgemeiert in Berlin und auch bei der Energiewende, wie in vielen anderen Fragen. Und darum müssen wir das, was uns in Deutschland trennt, am Freitagabend bescheinigt worden ist, nämlich nicht nur die höchste Kompetenz in der Umweltpolitik, sondern die höchste Kompetenz und Glaubwürdigkeit in der Energie und damit ja auch in der Wirtschaftspolitik. Das haben wir zum ersten Mal so bescheinigt bekommen.
Und das ist ein hohes Gut, weil Umfragen noch nicht ein verwandelt in Stimmenanteile ist. Das wissen wir. Und deswegen ist es gut und richtig, dass wir uns natürlich hier heute so aufstellen mit diesem inhaltlich fundierten Antrag. Und ich finde, dass wir jederzeit, jeder Partei gegenüber mit diesem Antrag und dieser Aufstellung Paroli bieten, liebe Kolleginnen, Kollegen, Freundinnen und Freunde von der Grünen Jugend. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich habe mich aber gemeldet, weil in Zeile 336 etwas ganz Wichtiges steht. Das sind nur zwei Worte. Und Zivilgesellschaft. Und da finde ich, und deswegen habe ich mich als stellvertretende Ministerpräsidentin gemeldet, das müssen wir mit Leben füllen und das können wir mit Leben füllen. Wir haben nämlich nicht nur gut vernetzte Konzepte, ganzheitliche Konzepte, die in alle Ressorts reinreichen, auch beim Thema Energiewende, aber wir müssen auch vor Ort alle an einen Tisch holen. Wir machen die runden Tische vor Ort zum Thema Energiewende. Wir holen die Kirchen dazu, wir holen die Agendagruppen dazu, wir holen die Verbraucherzentralen dazu und wir holen die Wohnungsbaugenossenschaften dazu und wir holen natürlich auch die Schulen dazu, die beim Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung auch immer mit dabei sind, wenn es um Umweltpolitik, um Energiepolitik geht. Und ganz viele Schulen sind da sehr, sehr aktiv. Also lasst uns eine Bürgerbewegung aus diesem Thema machen. Nicht nur sozusagen die Konzepte mit der Industrie, ganz klar, aber wir haben die große Chance. Eine Bürgerbewegung vor Ort, da sind wir auch ganz stark. Auf der Landesebene, aber auch vor Ort eine Bürgerbewegung aus der Energiewende machen, damit wir aus der gesellschaftlichen Mehrheit mit dem von unten wachsen eine politische, parlamentarische Mehrheit machen, damit wir in die Regierung kommen und auf Bundesebene den Drive dahinter setzen, damit die Energiewende in den Ländern, in den Kommunen erfolgreich wird. Dafür lasst uns kämpfen und dafür ist das heute ein wunderbarer Auftakt. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Silvia. Jetzt Hermann und auch du hast 4 Minuten. Vielen Dank, liebe Josephine. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, gut, dass wir heute über Energiepolitik diskutieren, denn die Energiepolitik ist als Teil der Umwelt- und Klimapolitik der Kern unseres Selbstverständnisses und der Kern dessen, was die Menschen von uns erwarten. Und das ist auch der Kern, der energiepolitische Umbau ist der Kern unseres ökologischen, sozialen Umbaus. Und wenn man sich in der Welt umhört, dann schaut die Welt auf Deutschland. Sie schaut auf Deutschland und sagt, wenn ihr das schafft, dann können es alle schaffen. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, ich sage dann unseren Kolleginnen und Kollegen draußen, ihr schaut auf ein vergangenes Deutschland. Ihr schaut auf ein Deutschland, was von Rot-Grün damals angestoßen worden ist, wo die energiepolitische Wende angestoßen worden ist, die dann mehr schlecht als recht von der Großen Koalition verwaltet worden ist und jetzt kaputt gemacht worden wird von Schwarz-Gelb. Wenn ihr wirklich klimapolitische Vorreiter sehen wollt, dann schaut auf Nordrhein-Westfalen, sage ich da draußen. Denn dort spielt jetzt die Musik. Das ist das Land, wo ein energiepolitischer Schrotthaufen übernommen worden ist und wo jetzt Johannes und Wiebke und Hans-Christian und Harald und viele, viele andere hier im Land versuchen, das Land auf eine zukunftssichere und zukunftsfähige Weise umzubauen. Das ist der Ort, wo die Musik spielt, liebe Freundinnen und Freunde. Eine Sache hat mir besonders gut gefallen, nämlich, dass die Energiewende sozial gestaltet werden soll. Denn die ganz große Gefahr ist nicht der mangelnde Ausbau der Netze. Die ganz große Gefahr ist nicht die Abwanderungsdrohungen von Teilen der Industrie. Die größte Gefahr für unsere Energiewende geht davon aus, dass die Menschen das Gefühl haben und dass ihnen das Gefühl vermittelt wird von interessierten Kreisen wie der Initiative Soziale, Neue Soziale Marktwirtschaft und anderen, dass ihnen das Gefühl vermittelt wird, dass diese Energiewende sozial ungerecht ist. Das ist die eigentliche Gefahr. Und die wird von rechts und von links gespielt. Von Bild und Bams, von Welt und Wams und von den Linken auch. Die sagen, wir machen hier Politik nur für die Leute, die sich das Bio-Schnitzel leisten können. Und die armen Hartz-IV-Empfänger müssen darunter leiden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Energiewende sozial gestalten. Dass keine Umverteilung von unten nach oben stattfindet, so wie es jetzt der Fall ist, sondern von oben nach unten. Dass also die Ärmeren in unserer Gesellschaft auch tatsächlich etwas davon haben. Und deshalb, Klaus Müller hat eben darauf hingewiesen, auf das gute Modellprojekt, was wir in Wuppertal anschieben. Er hat auch darauf hingewiesen, dass für bestimmte Gruppen Stromsperren komplett
verboten werden sollten. Das ist richtig so. Und ich finde, wenn ich mir den Antrag anschaue, an einer Stelle würde ich raten, dass man da noch etwas forscher auch rangeht. Es geht darum, dass Stromtarife progressiv gestaltet werden sollen. Und da ist es richtig zu fordern, und wir haben das ja in der Bundestagsfraktion auch diskutiert, das ist schwierig. Aber was doch unser Ziel sein muss, ist, dass alle Tarife, und zwar nicht nur für Strom, sondern alles, was tarifär irgendwie abgerichtet wird, dass überall da, wo Ressourcen verbraucht wird, Tarife progressiv gestaltet werden. Dass je mehr jemand verbraucht, auch der Preis umso höher ist. Denn es ist doch völlig widersinnig, so wie es jetzt aussieht, dass sie degressiv gestaltet wird. Je mehr jemand verbraucht, desto weniger zahlt er dafür. Also das muss unser Ziel sein, liebe Freundinnen und Freunde. Wir im Bund, wir hoffen auf euch hier auf Nordrhein-Westfalen, dass ihr uns den Rückenwind gebt und dass wir dann, wenn wir den energiepolitischen Schrotthaufen, den uns Schwarz-Gelb nächstes Jahr in Berlin hinterlassen wird, wenn wir diesen Schrotthaufen übernehmen, ihn auch dann ganz schnell wieder flott machen können. Ich danke euch. Danke, Hermann. Bevor wir zu Wiebke Brems kommen, natürlich nochmal der Hinweis, wenn ihr euch auch noch an der Debatte beteiligen wollt, könnt ihr eure Wortmeldung natürlich auch weiterhin hier vorne einwerfen. Jetzt Wiebke Brems, Energie- und klimapolitische Sprecherin der Landtagsfraktion. Du hast 5 Minuten, Wiebke. Ja, danke schön, Josefine. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe eine Entdeckung gemacht. Im Landtag, da gibt es Gremlins. Kennt ihr die? Das sind so kleine Fellbüschelchen, gucken einen mit ganz großen Augen an. Ja, und im Landtag sind die schwarz-gelb, gucken einen mit Bambi-Augen an und fordern uns auf, endlich die Energiewende in NRW voranzubringen. Und sie sagen sogar, wir würden an vielen Stellen Windparks und andere erneuerbare Energien verhindern. Und die Gremlins, die haben nämlich an sich, wenn man sie falsch füttert, dann werden die zu Monstern. Dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Und werden die schwarz-gelben Gremlins gefüttert mit den feinen Lügen der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Dann zeigt sich, dass die schnelle 180-Grad-Wende nach dem tragischen Unglück von Fukushima für viele in der CDU und der FDP viel zu schnell war. Sie zeigen das nämlich damit, sie behaupten im Landtag, dass die Investitionssicherheit für die Industrie in Nordrhein-Westfalen davon abhängen würde, ob aus einer Bauruine noch irgendwann mal ein Kraftwerk wird. Sie fordern noch mehr Markt für erneuerbare Energien, und deren Konsequenz ist auf der anderen Seite dann zu sagen, und deshalb braucht man das planwirtschaftliche Instrument par excellence, die Quote für erneuerbare Energien. Und wenn wir dann hier mit technischem, marktwirtschaftlichem und sozialem Verständnis fordern, dass wir im Kohleland Nordrhein-Westfalen auf erneuerbare Energien umsteigen, wenn wir in wenigen Wochen im Landtag das erste Klimaschutzgesetz Deutschlands verabschieden, wenn der Klimaschutzplan von Johannes initiiert, der alle mitnimmt, hier auf den Weg gebracht wird, wenn wir versuchen, Energiearmut zu verhindern, dann werfen uns diese schwarz-gelben Gremlins vor, wir wären von Ideologie getrieben. Dabei sind es diejenigen, die das hohe Lied der Kohle singen, die Sicherheit der AKWs immer noch beschwören und behaupten, die erneuerbaren Energien wären an den Preissteigerungen schuld. Das sind diejenigen, die ihre ideologischen Schützengräben endlich verlassen müssen, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich will es jetzt an dieser Stelle nicht zu lang machen, weil viele vor mir schon viele richtige, wichtige Dinge gesagt haben. Deswegen möchte ich ganz zum Schluss einfach nur eine gute Nachricht mitbringen. Denn wenn Sonnenlicht auf die Gremlin-Monster trifft, dann können die gar nicht mehr überleben. Sie sterben. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns gemeinsam weiter mehr Sonne und mehr Wind in dieses Land bringen, damit die schwarz-gelben Gremlins wie in NRW auch endlich im Bund nicht länger die Energiewende torpedieren können. Und dafür kämpfen wir jetzt und im nächsten Jahr. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Wiebke. Wir haben jetzt 2 weitere geloste Wortbeiträge. Einmal Karin Halt auf der Heide, KV Ennepe Ruhr, und Stefan Hölzel, KV Essen. Karin,
Du hast 4 Minuten, danach Stefan und dann haben wir den nächsten gesetzten Redebeitrag. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, die Menschen im Land und auch im Bund sind aufgeschreckt, verunsichert und sauer. Sie haben zum Teil 60% Erhöhung der Strompreise seit 2008. Und die Zahl derer, die Stromsperren erleiden mussten, ist immens hoch und steigt weiter. Und das ist zuallererst eine konkrete Notsituation für diese Leute, die wir ernst nehmen müssen und wo wir zuallererst gucken müssen, wie wir diesen Menschen helfen können. Und das ist das Wichtigste dabei. Die Energieversorger machen sich einfach. Die sagen, das liegt an der EEG-Umlage, das liegt an der Energiewende. Und was aus diesen Menschen wird, die dann keinen Strom und keine Heizung haben, ist denen egal. Unser Energieversorger setzt noch einen drauf, indem er außerdem versucht, auf die Kunden abzuwälzen, dass er sich beim Einkauf verzockt hat. Im O-Ton heißt das so: Wir als Versorger kaufen den Strom an der Energiebörse zum Teil mit mehrjährigem Vorlauf. Die über Bedarf beschafften Strommengen haben wir wieder verkauft, allerdings zu niedrigeren Preisen. Die entstehende Differenz schlägt sich in den Beschaffungskosten nieder. Das kann doch wohl überhaupt nicht sein, dass das dann auch noch auf die Kunden abgewälzt wird. Und das darf vor allen Dingen nicht die belasten, die mit wenig Einkommen auskommen müssen. Ich bin daher unglaublich froh, dass wir Maßnahmen entwickelt haben, die Energiewende sozial zu gestalten. Wir brauchen Hilfen für Menschen, die von Stromsperren bedroht sind. Am besten auch Maßnahmen, dass in Härtefällen überhaupt keine Stromsperren ausgesprochen werden dürfen. Dazu gehört Beratung, dazu gehören aber auch unmittelbare Hilfen und die Möglichkeit, sich tatsächlich energiesparend zu verhalten. Klaus Müller hat das eben alles schon wunderbar dargestellt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Modellprojekte, die die Landesregierung, die Verbraucherzentrale und die Caritas angestoßen haben, hier vom Prototyp zur Serienreife weiterentwickelt werden. Nicht nur in NRW, sondern bundesweit. Danke. Vielen Dank. Karin, Stefan, auch du hast 4 Minuten. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, die erfolgreiche Durchführung der Energiewende, dafür ist es vor allen Dingen notwendig, dass in der Umbauphase, das heißt jetzt und in den nächsten Jahrzehnten, die Sicherung der stabilen Elektroenergieversorgung gleichzeitig erfolgt. Diese sollte primär durch verstärkte Anstrengungen im Bereich der Energieeinsparung und der Energiespeicherung erfolgen. Ich denke hier vor allen Dingen an sehr zukunftsfähige Optionen und Konzepte für Power to Gas sowie Power to Heat und an den Ausbau des Potenzials von Pumpspeicherkraftwerken. Ich bin gleichzeitig sehr für die Durchsetzung eines konsequenten Energiemanagements in allen Unternehmensbereichen, aber auch für die Gewährung von Ausnahmeregelungen aus dem EEG, nur für Unternehmen mit mehr als 15% der Kosten für die Bruttowertschöpfung oder 10% Auslandsanteil der Produktion. Sprich, nach unserem Konzept soll es sich lohnen, dass Unternehmen Energie einsparen. Im Privatbereich sollte der Einsatz veralteter Heizungen oder elektrischer Nachtspeicher, die wir insbesondere im Ruhrgebiet haben, durch den weiteren Ausbau des Fernwärmenetzes und durch alternative Heizungen wie bei Mini- und Mikro-Blockheizkraftwerken erfolgen. Parallel dazu schrittweise die Steigerung der energetischen Gebäudesanierung, verbunden mit der Installation von Photovoltaik und Solarthermie. Dazu meine Anregung: Wie wäre es, wenn wir für die energetische Gebäudesanierung eine stärkere Bezuschussung anvisieren? Ich denke hier, wenn man im Vergleich zieht, welche Milliarden herausgepulvert wurden für die am Leben halten der Automobilindustrie vor einigen Jahren, dann wäre das mehr als gerechtfertigt. Damit verbunden schrittweise der Aufbau von kleinen und mittelständischen Unternehmen und keine kurzfristigen und unüberlegten Ad-hoc-Aktionen, bei denen Milliarden von Euro verpulvert werden. Im Bereich der Photovoltaik ist es zwingend erforderlich, aus den guten Ergebnissen im Bereich der Forschung und Entwicklung hier in Deutschland
durch eine konsequente und stetige Umsetzung in die Fertigung wieder eine marktfähige Photovoltaik hier bei uns, auch in NRW, aufzubauen. Denn dann kann auch die Photovoltaik bei uns wieder ein nachhaltiges Erfolgsmodell werden. Zu diesen Themen werden wir als Grüne in Essen ausführlich im Bundestagswahlkampf Stellung nehmen. Danke. Vielen Dank, Stefan. Dann kommen wir zu unserem letzten gesetzten Redebeitrag. Und den hat Oliver Krischer, Sprecher für Energiewirtschaft der Bundestagsfraktion. Oliver, du hast 5 Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, 62% der Deutschen, das hat der letzte Deutschland-Trend belegt, sagen, Bündnis 90 Die Grünen sind die kompetenteste Partei für eine sichere und bezahlbare Energieversorgung. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist der höchste Kompetenzwert, den eine Partei überhaupt in einer Sachfrage bekommt. Und da können wir mal richtig stolz drauf sein, dass unsere Konzepte bei den Menschen ankommen. Diese 62% sagen aber auch, wie inkompetent die anderen sind, wie versagt diese Bundesregierung, dass die Menschen darauf setzen, dass wir in der nächsten Bundesregierung das in die Hand nehmen und die Energiewende voranbringen, weil Herr Rösler und Herr Altmaier es an der Stelle nicht packen. Aber liebe Freundinnen und Freunde, diese 62% dürfen auch kein Ruhekissen sein, auf dem wir uns ausruhen und sagen, das haben wir im Sack, das läuft weiter so. Ich finde, und da ist der Antrag eine richtig gute Vorlage, dass wir unsere Positionen immer weiterentwickeln müssen. Und ich bin der Meinung, das tut genau dieser Antrag. Er entwickelt unsere Position weiter. Er schreibt nicht nur das fort, was wir in der Vergangenheit schon gesagt haben, auch wenn das richtig war, sondern er entwickelt neue Positionen, gibt neue Antworten. Und ich will euch ein paar Beispiele sagen. Wir müssen die Frage beantworten, was tun wir, wenn der Wind nicht weht, wenn die Sonne nicht scheint, wie stellen wir dann die Versorgungssicherheit dar? Wie finanzieren wir, wie schaffen wir Anreize für Speicher? Wie kriegen wir das hin? Da sind wir die einzige Partei im Bundestag, die da Konzepte vorlegen kann, die da das Konzept des Kapazitätsmarktes vorgeschlagen hat und damit sind wir vorne. Und andere liefern da überhaupt nichts. Die Bundesregierung kommt an der Stelle gar nicht. Das Einzige, was von der Bundesregierung kommt, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das war ein Kraftwerksförderungsprogramm von Herrn Rösler. Der wollte aus dem Energie- und Klimafonds, wollte der Kohlekraftwerke finanzieren. Das ist Gott sei Dank verhindert worden. Und das ist ein Erfolg, auf den wir stolz sein können, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich sage auch eines. Johannes hat das eben angesprochen. Ethereum, der Chef von RWE, nicht nur RWE Power, von Gesamt-RWE, der sagt, in Deutschland und Europa rechnen sich Kohlekraftwerke nicht mehr. Da hat er völlig recht. Und ich sage, Herr Therium, nehmen Sie das auch endlich für Ihre Braunkohlekraftwerke zur Kenntnis und stoppen Sie diese idiotische Planung für Boa Plus, wo Sie eine ganze Region auf die Bäume treiben. Das geht so nicht weiter. Und ich will nur eines sagen, der Stefan Hölzl aus Essen hat eben Pumpspeicherkraftwerke angesprochen. Wir haben in der Eifel im Moment so eine Planung. Und ich finde die Planung richtig. Wir brauchen dieses Pumpspeicherkraftwerk. Wir haben das auch im Antrag stehen. So, und jetzt gibt es Protest vor Ort. Es gibt welche, denen gefällt es nicht, dass da ein Landschaftseingriff stattfindet. Ein Landschaftseingriff, wo die Naturschutzverbände aber sagen, der ist vertretbar. Und was passiert? Wer duckt sich weg? Wer taucht ab? Es sind CDU und FDP vor Ort und es sind nicht nur örtliche Politiker. Es ist Armin Laschet, der plötzlich nicht mehr dabei sein will, der kommt aus der Region. Es ist Thomas Rachel, ein parlamentarischer Staatssekretär der Bundesregierung. Das sind diejenigen, die dann wegtauchen, wenn es schwierig wird mit der Energiewende. Und das werden wir ihnen nicht durchgehen lassen. Und was wir ihnen auch nicht durchgehen lassen ist, dass sie das Märchen aufbauen, die Erneuerbaren können nicht ausgebaut werden, weil die Netze fehlen. Das ist Schwachsinn. Das ist einfach Idiotie. Ich habe mal nachgucken lassen, was von 1970 bis 1985 passiert ist. Da sind in Deutschland 38.000 Kilometer Höchstspannungsleitungen gebaut worden.
Die sind gebaut worden, damit wir die Atom- und Kohlekraftwerke miteinander vernetzen können. Das war damals überhaupt kein Problem. Da hat kein Mensch eine Frage nach Finanzierung oder sonst etwas gestellt. Und heute reden wir über einen Netzausbau von höchstens 2000 Kilometern, das mit neuen Techniken und auch überwiegend auf vorhandenen Leitungen. Das heißt, wer die Mehr des Netzausbaus der technisch nicht geht und nicht bezahlbar ist, der hat die ganze Botschaft nicht verstanden. Der muss auch ehrlicherweise sagen, dass dieses Land das schon mal gemacht hat, als es um die Atomkraft ging. Und da war es kein Problem. Und deshalb werden wir den Netzausbau auch jetzt schaffen. Und was wir vor allen Dingen brauchen dabei, das ist ganz wichtig und das verhindert Herr Rösler, seit er im Amt ist. Wir brauchen endlich eine deutsche Netz-AG mit einer starken Bundesbeteiligung, damit dieser Netzausbau gesteuert werden kann, damit er bürgerfreundlich und transparent stattfinden kann, damit es nicht so läuft, wie das in Meerbusch-Osterrad war, wo Amprion mal den Bürgern vorbeigeplant hat und jetzt wieder die Proteste da sind, weil man das einfach neben ein Wohngebiet gestellt hat, statt einen vernünftigen Standort zu suchen. So muss das laufen und da kommt von dieser Bundesregierung eben gar nichts. Und liebe Freundinnen und Freunde, zum Schluss noch will ich eines noch zum Thema Effizienz sagen. Auch da liefert der Antrag gute Antworten. Wir haben eine Bundesregierung erlebt, die die Effizienzrichtlinie bekämpft hat bis aufs Messer in Brüssel. Sie wollte das verhindern. Dann konnte sie es nicht mehr verhindern und jetzt verhindert sie die Umsetzung. Im Wirtschaftsministerium, da glühen die Rechner, dass man jetzt versucht auszurechnen, dass man nichts mehr tun muss. Das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Wir brauchen eine adäquate Umsetzung von Energieeffizienz. Wir brauchen den Energieeffizienzfonds und wir brauchen Einsparverpflichtungen, so wie es in Dänemark, Großbritannien, Frankreich und in vielen Staaten der USA ist. Und ich sage, Herr Rösler, das hat mit Planwirtschaft und Sozialismus nichts zu tun. Das ist Zukunftsfähigkeit, das ist eine Chance für deutsche Unternehmen. Und das werden wir, wenn Sie es nicht hinkriegen, werden wir es ab September machen. Ich danke euch, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlichen Dank. Oliver, bevor wir mit den nächsten beiden gelosten Redebeiträgen weitermachen, noch einmal der Hinweis, es haben sich noch nicht alle von den gewählten gestern im Tagungsbüro gemeldet und dort ihre Formalia erledigt. Ihr müsst noch diese Wahlformalia erledigen. Macht das bitte noch im Tagungsbüro hinter der Bühne, wer das noch nicht erledigt hat, denn sonst könnt ihr nicht kandidieren. So, wir machen weiter mit den beiden gelosten Redebeiträgen. Das ist einmal Diana Siebert, KV Köln und Hisham Hamad, KV Dortmund. Diana, du hast 4 Minuten. Ja, Johannes Remmel hat es eben sehr gut schon gesagt, man muss die Energiewende auch von unten bestreiten. Und Silvia hat gesagt, ja, lass uns eine Bürgerbewegung draus machen. Das ist ja auch derselbe Impetus, wir werden von unten anfangen. Was heißt von unten? Von unten heißt aber auch, dass wir Strom sparen können, dass dafür die Bedingungen geschaffen werden. Damit meine ich jetzt nicht den CDU-Zynismus, dass sich Leute einen Kühlschrank kaufen sollen, die sich das gar nicht leisten können. Aber in dem Antrag, den wir gleich beschließen werden, gibt es ein Kapitel Ernst machen mit Energieeffizienz und Energiesparen. In dem Abschnitt sind dann aber nur Beispiele drin, wie man Energie spart durch Energieeffizienz, qua Energieeffizienz. Wir sollten aber auch weitermachen, einfach mit Energie sparen. Ganz einfach Energie sparen. Denn wir sind nicht nur die Effizienzpartei, wir sind auch die Entschleunigungspartei. Wir sind nicht nur die Fahrrad- und ÖPNV-Partei, sondern auch die Verkehrsvermeidungspartei. Effizienz und Entschleunigung sind kein Gegensatz. Warum ist das so wichtig? Weil wir in NRW nicht nur Produzentinnen sind, sondern auch Konsumentinnen. Selbst wenn wir 100% erneuerbare Energien in Nordrhein-Westfalen produzieren, werden wir durch den Konsum von Produkten aus weit entfernten Ländern oder durch unser Zwangsverkehrsverhalten eine miese CO2- und Energiebilanz haben. Wir können schlecht gegen unsere Infrastruktur leben, aber wir müssen unsere Infrastruktur verändern. Auch unsere Industrie soll sich nicht dadurch grün waschen können,
dass die Importe von Rohstoffen und Halbfertigprodukten in der NRW-Ökobilanz dann nicht mehr auftauchen. Wir hatten da auf der BDK in Nürnberg schon einen Passus mit drin. Kurzum, die von Silvia soeben ausgerufene Bürgerbewegung wird die Themen Energiesparen und Import fest berücksichtigen. Helfen wir dieser Bürgerbewegung dabei. Danke, Diana. Jetzt Hisham und auch du hast 4 Minuten. Liebe Leute, während wir hier in Hagen auch in Deutschland über Ausstieg aus der Atomenergie und auch über die Energiewende sprechen, und das auch wichtig und gut so, im Nahen Osten und Nordafrika wird ein neuer Zeitalter gestartet, nämlich der Einstieg in die Atomenergie. Das dürfen wir als Grüne Partei nicht zulassen. Denn die Regierungen in dieser Region versuchen, die Atomenergie hoffähig zu machen und die auch als eine Chance, als eine Zukunftschance zu begreifen. Und somit machen sich gleich wie jemand, der an der Schreibmaschine festhält in Zeiten von Computer. Der Ausstieg aus der Atomenergie darf nicht zu einem Einstieg in die Atomenergie im Nahen Osten und Nordafrika werden. Das ist gefährlich, auch für uns. Aber liebe Leute, genau diese Logik der Einstieg in die Atomenergie in der Region wird seit einigen Jahren verfolgt und hoffähig gemacht. In einer Region, die von Krisen gefährdet ist, in einer Region, die Erdbebengebiet ist, nicht sicher ist, und eine Region, die keine Endlagermanagement hat, also die Endlagerprobleme nicht lösen kann, und eine Region, die auch nicht über Know-how verfügt, um Krisen zu managen. Eine Region, die noch in Entwicklung ist und die nicht die Folgekosten von Atomenergie verkraften kann. Aber auch eine Region, wo vor allem die Sonnenenergie so Erfolgschancen wie kaum eine andere Region in der Welt ist. Und somit könnte durch die Sonnenenergie auch die Wasserprobleme, die zu Kriegen in der Region führen, gelöst werden. Liebe Leute, all das stellt uns vor der Pflicht, auch aus eigenem Interesse daran zu arbeiten, dass unsere Bundesregierung weitere Exporte von Technologien für die Atomkraft und Know-how in dieser Region zu unterbinden und zu stoppen. Wir müssen das Zeitalter von Atomkraft auch in dieser Region von gestern machen und für das Zeitalter für erneuerbare Energien, wie Johannes Römmel gesagt hat, in dieser Region starten. Danke. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Debatte. Bevor wir allerdings einsteigen in die Abstimmung, haben wir noch einen Gast und dafür übergebe ich an Monika. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, erstmal herzlichen Dank für die tolle Debatte hier heute Morgen. Mit den Beiträgen, die wir heute Morgen gehört haben, glaube ich, haben wir eindrucksvoll bestätigt, dass wir zu Recht in allen Umfragen bei den Kompetenzzuweisungen immer weit an erster Stelle als Partei stehen, wenn es um Klimaschutz und Energiepolitik geht. Das habt ihr heute Morgen nochmal eindrucksvoll bestätigt. Deswegen herzlichen Dank dafür. Ja, begrüßt jetzt, liebe Freundinnen und Freunde, begrüßt jetzt mit mir zusammen unseren Gast, die wie keine andere bei uns Grünen authentisch für die Anti-Atom-Bewegung steht, die bereits, ich habe nachgeschaut, 1977, also vor 35 Jahren, die erste BI, die erste Bürgerinitiative gegen das Endlager in Gorleben gegründet hat und hoffentlich bald, liebe Rebecca, das Projekt, dass du das zusammen mit anderen endgültig zu den Akten legen darfst, das wünschen wir dir ja alle in NRW, und die einen langen Atem auch auf europäischer Ebene
beweist, und Beharrlichkeit ist in der Europapolitik ja auch eine gute Eigenschaft. Sie ist Vorsitzende der Grünen Fraktion im Europaparlament und wir freuen uns, dass du hier bist und uns den europäischen Blick heute zeigst. Danke, Rebecca, dass du gekommen bist schon mal. Ja, liebe Freundinnen und Freunde hier in Nordrhein-Westfalen, zunächst mal herzlichen Glückwunsch, dass ihr eine erfolgreiche, bestimmt erfolgreiche Liste aufgestellt habt. Für alle anderen meine Glückwünsche an Bärbel, Volker und Britta. Und ich freue mich besonders auch als Gorlebenerin, dass ihr eine Polizistin auf eure Liste gewählt habt, weil auch diesen Sachverstand können wir unter grünen Aspekten leider auch in Zukunft noch gebrauchen. Dass ich heute hier bin, dass ich es geschafft habe, herzukommen, trotz 30 cm Schnee in Lüchow-Dannenberg, ist nicht der Deutschen Bahn zu verdanken, aber zwei Männern im Schneeflug, die zufällig, muss ich zugeben, heute Morgen mir den Weg nach Nordrhein-Westfalen geebnet haben. Und ja, ihr habt das richtig gut gemacht. Und meine Reiseroute ist eigentlich auch ein Stück weit zum Motto dieser Rede geworden, um die ihr mich netterweise gebeten habt. Europa, Hagen, Doha, Oslo. Europa, Doha und der Friedensnobelpreis. Ich rede darüber, weil ich von hier aus weiterfliege nach Oslo, um da auch ein Stück weit für alles das, was es an grünen Verdiensten in der Europäischen Union weit über Klima- und Energiepolitik hinaus gibt, um da für euch alle auch diesen Preis mit abzuholen. Und die Erwartungen, die von Oslo aus an die Europäerinnen und Europäer, und zwar nicht nur an die Politik gerichtet werden, diese Erwartungen, die sind immens. Ich glaube, dass dieser Preis tatsächlich dafür steht, dass von uns erwartet wird, und zwar von jedem und jeder, ein Stück weit nochmal zur Selbstvergewisserung innerhalb dieses europäischen Projektes, des europäischen Prozesses beizutragen. Wofür steht dieser europäische Weg? Meiner Meinung nach steht er bis heute dafür, dass es nach Verheerungen unglaublicher Art, die dieser Kontinent erlebt hat, Deutschland spielte da immer wieder eine sehr böse Rolle, das muss ich euch nicht erklären, dass nach einer Phase von wahnsinnigen Verheerungen es die Möglichkeit gegeben hat, Vernunft, ja, zur Basis von politischen Entscheidungen zwischen Nationen zu machen, Zweifel ist Teil der europäischen Methode, Einsicht und die Möglichkeit zur Umkehr, sich zu korrigieren, das ist etwas, was viel mehr für einen europäischen Weg steht, als für irgendeinen anderen, jedenfalls mir bekannten Prozess, der irgendwo anders auf der Welt stattgefunden hat. Für diesen anderen Weg, den sanften Weg, bekommen wir, selbst wenn der immer wieder unperfekt ist und auch zu Konflikten führt, bekommen wir diesen Nobelpreis. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang muss man sich auch angucken, was die Europäische Union bisher getan hat, versucht hat im Zusammenhang mit der internationalen Klimapolitik. Da hat sich ja die Europäische Union sehr früh entschieden, eine ganz besondere Rolle sich zu nehmen. Die ist immer wieder kurz zusammengefasst worden. Und diese Rolle heißt Führung in diesen internationalen Verhandlungen durch eigenes Beispiel, Leading by Example. Ich glaube tatsächlich bis heute daran, dass das eine kluge und eine Entscheidung ist, die zu den Europäern und ihrem besonderen Weg passt. Ich glaube auch, dass es uns lange geglückt ist, dafür große Zustimmung zu finden. Wir sind mit gestern, mit Doha, in einer wirklich schwierigen Situation angekommen, wo ich noch nicht sicher bin, ob das
eine Sackgasse ist oder ob Wege rausführen. Ich habe Bärbel und auch Hermann Ott, früher Reinhard Loske, regelmäßig auf den internationalen Klimaverhandlungen getroffen. Ich glaube, Bärbel und Hermann, wir waren uns ziemlich einig in Kopenhagen, dass es schlimmer eigentlich nicht kommen könnte. Und so leid mir das jetzt tut, in eure Feierlaune hinein diese Nachricht zu setzen. Doha steht dafür, dass es doch noch schlimmer kommen konnte, als wir es in Kopenhagen gedacht haben. Doha steht nämlich meiner Meinung nach für diese beispiellose Fähigkeit in der Politik, sich zu dementieren. Steht überhaupt nicht für diese nachhaltige, europäische, reflektierte Methode, dass aus Einsicht Veränderung notwendigerweise entstehen muss, sondern Doha steht eigentlich mehr dafür, dass Einsichten doch plötzlich wieder unter den Teppich gekehrt werden können und dass Verdrängung die Methode der internationalen Verantwortung wird. Wer auch immer euch in den nächsten Tagen erzählt, dass die Verlängerung des Kyoto-Protokolls ein großer Erfolg ist, glaubt dem nicht. Diese Verlängerung des Kyoto-Protokolls, die hätte man sich schon fast schenken können. Ich sage da fast, weil ich auch immer auf der vorsichtigen Seite bleibe. Aber solange wir in der Europäischen Union unser Klimaziel nicht auf die berühmten 30% bis 2020 anheben und solange wir nicht den Emissionshandel in Ordnung bringen und die viel zu vielen Zertifikate, die auf dem Markt jetzt gehandelt werden, tatsächlich reduzieren, und zwar drastisch und endgültig reduzieren, nützt uns diese Verlängerung des Kyoto-Protokolls einfach gar nichts. Klimapolitik. Wir sind eigentlich erfolgreich. Das 20%-Ziel, das ist fast geschafft. Klimapolitik, das findet aber in Europa und auch in Deutschland im Moment dadurch statt, dass man Wirtschaftsflaute hat. Sich dahinter zu verstecken, sich hinter guten Klimareduktionserfolgen zu verstecken in der Rezession, das ist eigentlich abenteuerlich und konterkariert alles, was Deutschland in Europa und Europa in der Welt bisher vertreten hat, auf eine Art und Weise, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Wer ist daran schuld? Ich würde jederzeit meine Hand ins Feuer legen für die europäische Klimakommissarin Conny Hedegaard. Das ist eine Frau, die wie keine andere in der Europäischen Kommission weiß, worum es geht. Warum hat die nichts zu sagen? Es ist ziemlich einfach. Ja? In Deutschland heißt es immer, Merkel steht dafür, dass es nicht mehr vorangeht mit ihren Männern Röttgen und Altmaier. In Brüssel hat Merkel auch einen sitzen, der heißt Günther Oettinger. Und Günther Oettinger als Mann von Merkel in Brüssel ist tatsächlich derjenige, der seit Amtsantritt systematisch alle Klimaziele, die unter deutscher Ratspräsidentschaft gesetzt worden sind, systematisch abräumt. Es ist heute Morgen öfter angeklungen, quer durch die Reden, die Erneuerbaren-Richtlinie, die 20% bis 2020. Wenn Günther Oettinger zusammen mit dem Industriekommissar Tajani und unterstützt von Barroso und der deutschen Bundesregierung möglicherweise die Hand ans Erneuerbare Energiengesetz und an das Prinzip der Einspeisevergütung legt, dann kann man dieses 20%-Ziel Erneuerbare vergessen. Wenn es mit der Energieeffizienzrichtlinie so weitergeht, wie Oliver das gerade angesprochen hat, dann kann man dieses 20%-Effizienzziel einfach versprechen. Und was den Verkehr angeht und was Industriepolitik angeht, Oettinger hat vor kurzem an die Chefs des VW-Konzerns geschrieben und ihnen mitgeteilt, Klimaschutz und Autoindustrie könnt ihr vergessen. Alles das, was bisher in Brüssel
als Ansage für 2020 gegolten hat, wird so schlimm nicht kommen, wie ihr das möglicherweise befürchtet. Dieser Auftrag, den Oettinger sich selber gegeben hat, den lohnt es sich wirklich anzugucken, weil sein Auftrag selbst formuliert heißt: Ich, Günther Oettinger, stoppe die Deindustrialisierung der Europäischen Union. Wie macht er das? Mit CCS, mit Öl- und Gasförderung im Ionischen Meer, mit unkonventionellem Gas, Schiefergas, überall da, wo es möglich ist, kein Problem mit Fracking. Das sind die Ansagen des Günther Oettinger für eine erfolgreiche Energiepolitik, um Deindustrialisierung in der Europäischen Union zu stoppen. Ich glaube, ich muss dazu eigentlich nicht mehr sagen. Was gestoppt werden muss, ist Günther Oettinger. Der Mann kann auch anders. Und zwar nicht nur am Stammtisch, selbst in Debatten kann der manchmal zum Klimafreund werden. Interessant ist, wann er zum Klimafreund wird. Er wird zum Klimafreund immer dann, wenn es um die Atomenergie geht. Und da ist eine Interpretation des deutschen Energiekommissars in der Europäischen Union, Günther Oettingers, wirklich ziemlich interessant. Wenn der über Energiewende und Atomausstieg spricht, dann spricht er tatsächlich in der Regel vom deutschen Sonderweg. Ich meine, der ist jetzt seit 3 Jahren in Brüssel. Der weiß, dass mehr als die Hälfte der Mitgliedstaaten entweder nie Atomkraft genutzt hat oder vor Deutschland ausgestiegen ist oder nach Fukushima Ausstiegsentscheidungen getroffen hat. Was kratzt das Günther Oettinger? In Litauen hat es vor einigen Wochen ein Referendum zur Atomkraft gegeben. Über 60% der Litauer haben sich gegen ein neues Atomkraftwerk in Ignalina ausgesprochen. Ich muss euch das jetzt vielleicht gar nicht mehr sagen, aber auf Oettinger ist Verlass. Der hat keine Woche gebraucht, um sich in Brüssel zu Wort zu melden und zu erklären: Liebe Litauer, dieses Referendum ist ja gut und schön, aber ohne neues Atomkraftwerk in Litauen, das halte ich nicht für vorstellbar. Stresstests, ja, das hat er sich angeheftet als Beitrag zur atomaren Sicherheit in Europa. Tatsächlich, und da empfehle ich auch der Bundestagsfraktion, sich damit noch mal im Detail zu beschäftigen, tatsächlich sind diese Stresstests eine richtig perfide Strategie, um Laufzeitenverlängerung für alte, abgeschriebene Atomkraftwerke überall in der Europäischen Union zu legitimieren. Sozusagen ein Sicherheitszertifikat aus dem Hause Günther Oettinger. Wer stoppt jetzt Günther Oettinger? Röttgen hat in Brüssel keine große Rolle gespielt. Es ist vielleicht eine schöne Geschichte, um euch noch mal zu zeigen, wie Nordrhein-Westfalen in Europa mal Thema war. Röttgen hat ja wahnsinnig interessante Studien darüber veröffentlicht, wie man durch Energiewende und Atomausstieg Arbeit in Europa schaffen kann. Der hat sogar die Zahlen getoppt, die wir im Green New Deal als mögliche neue Arbeitsplätze für die Europäische Union im Zusammenhang mit Klimaschutz und Energiewende für Möglichkeit gehalten haben. 10 Millionen, sagt man da jetzt heute, in der Europäischen Union neue Arbeitsplätze dank der Studien von Norbert Röttgen. Das Problem war, sagt Hedegaard, Röttgen war nie in Brüssel. Der hatte irgendwie immer in this strange place zu tun. In this place, they call it, I think, Nordrhein-Westfalia. Also diese Hingabe, ja, zu Nordrhein-Westfalen, die hat Norbert Röttgen von vielem abgehalten, was der Peter Altmaier jetzt wieder gut machen soll. Ob er das macht, Altmaier ist ja schon irgendwie eine ganz nette Sache, die da heute rausgekommen ist, aber für mich ist dieser Mann wirklich putzig.
der fährt nach Doha, erklärt vorher, liebe Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, ich würde ja gerne in Doha ein ehrgeiziges Ziel verhandeln, aber wer ist dagegen? Der Herr Rösler. Wer bitte ist in Doha eigentlich Herr Rösler? Wer ist eigentlich Herr Rösler in Deutschland? Rösler, Brüderle, Oettinger. Das sind diejenigen, die bisher für Klima- und Energiepolitik der letzten Legislatur in Brüssel gestanden haben. Wenn die lange so weitermachen können, dann kann alles das, was noch in den Zeiten, in denen Jürgen Trittin Bundesumweltminister in Deutschland war, in denen meine Kollegin Satu Hassin in Finnland Umweltministerin war und mein Freund Olivier Umweltminister in Belgien war, aufgefressen werden. Weil alles das, was an Zielen in den letzten Jahren im Klimaschutz preisgegeben worden ist, was eigentlich gut war, das stammt tatsächlich aus diesen starken und einflussreichen Zeiten grüner Politik in Brüssel. Und deswegen gilt eben auch für Brüssel, Merkel oder Grün. Es sind gerade diese internationalen Klimakonferenzen der letzten Jahre gewesen, an denen ich immer gefragt worden bin, ja sagen Sie mal, Frau Harms, wenn jetzt zuerst der Herr Gabriel, aber dann auch später der Herr Röttgen, wenn sogar die Frau Merkel als konservative Regierungschefin in Deutschland, wenn die so sehr für Klimaschutz, Energiewende, Nachhaltigkeit eintritt, wofür braucht es denn eigentlich noch die Grünen? Ich bin sicher, auch der eine oder die andere von euch hat diese Frage schon mal gehört. Und ich kann nur sagen, wenn 62% der Deutschen sagen, so wie Oliver das eben noch mal erklärt hat, wenn 62% der Deutschen sagen, die Grünen können das am besten, dann sage ich jetzt einfach mal ziemlich tollkühn, ohne uns geht das alles gar nicht in die richtige Richtung. Die Einbettung deutscher Energiepolitik in ein europäisches Konzept, die ist so wichtig und unverzichtbar wie die vorsorgliche Einbettung Deutschlands in die europäische Staatengemeinschaft. Wir werden die Kraft sein, die diese Einbettung in eine vernünftige Richtung überführt. Und ich finde das fast schon so ein bisschen wie Eulen nach Athen zu tragen, wenn ich als Niedersächsin hier im neutralen Westfälischen Landesparteitag euch versuche, an diese europäische Dimension zu erinnern. Ich weiß, ihr habt nicht nur die Energiewende verstanden, sondern als Bundesland mit den Grenzen, gerade auch Richtung Belgien und Brüssel, wisst ihr genau, wovon ich spreche. Da ich diesen Tag unterbrochen habe im niedersächsischen Landtagswahlkampf und da ich so freundlich anmoderiert worden bin als die Frau, die die Gorleben-Initiative 1977 mitgegründet hat, will ich einen Nachsatz mir erlauben in Sachen Niedersachsen, Bundesgrüne und die Auseinandersetzung um Gorleben. Also das eine, was man von uns da im Norden, im Nordosten Niedersachsens lernen kann und was man auch in der Energiepolitik unbedingt braucht, das ist also die Konsequenz, die Entschiedenheit, die Bereitschaft, schwierige, sehr, sehr langfristige Prozesse auch durchzuhalten. Aber das andere, was man unbedingt lernen muss und bei sich behalten muss für die grüne Strategie ist, wenn man solche Prozesse gestalten will, dann tut man es besser mit den Bürgerinnen und Bürgern. Die Mehrheiten haben wir im Moment. Wenn man sich vornimmt, das Problem der Endlagerung neu anzugehen, von einem Neubeginn spricht, und das weiß die Polizistin so gut wie ich,
dann sollte man das auch auf keinen Fall im Konflikt mit den Bürgerinnen und Bürgern machen. Was ich in der letzten Woche bei meinem Besuch an den Endlagerstandorten und auch im Gespräch mit vielen Bürgerinitiativen, Unternehmensrepräsentanten und Regierungsmitgliedern erfahren habe zur dortigen Endlagersuche, das heißt, die Technik, ja, und der Bergbau, die Sicherheitskriterien, das ist das eine. Das kann man lösen. Das andere, ja, der andere Stoff, aus dem die Lösung dieses Problems gemacht werden muss, das ist das Vertrauen zwischen Bürgern und Politik. Und der eine Leitsatz, der in Schweden gilt, heißt, wer Ja sagen soll zu einem Endlager, der muss auch das Recht haben, Nein zu sagen. Das auszutarieren, auch mit uns in Gorleben, ich verlasse mich darauf, dass ich die Unterstützung dafür auch im nordrhein-westfälischen Landespartei, in der nordrhein-westfälischen Landespartei habe. Ich danke für eure Einladung. Ja, geht das? Liebe Rebecca, danke für deine Rede und deine letzte Frage. Ja, du hast diese Unterstützung und wir haben auch nicht nur eine Polizistin, die wir jetzt in den Bundestag schicken, sondern es sitzen mindestens noch einen, sehe ich, im Raum. Also wir haben noch mehr davon in unserer Partei und du kannst sicher sein, dass diese Themen auch bei uns in der Partei mit unseren grünen Polizistinnen und Polizisten, die wir haben, gut. Einen Polizeipräsidenten haben wir auch, da vorne sitzt auch noch ein Polizist. Die sind gut aufgehoben bei uns, da kannst du sicher sein. Danke für deine Rede und danke, dass du gekommen bist. Das Geschenk nehmen wir dir gleich wieder ab, weil du darfst ja im Flugzeug, wird nicht, dass das irgendwie da am Gate einbehalten wird, das darfst du ja nicht mit ins Flugzeug nehmen, wir schicken es dir aber nach, es ist ein guter Tropfen und danke nochmal. So, liebe Freunde und Freunde, wir kommen zur Abstimmung über den Antrag. Wie am Anfang schon erwähnt, ihr habt eine Übersicht ausgeteilt bekommen zu den Änderungsanträgen. Ich würde euch bitten, die mal vorzunehmen. Und zwar gibt es zwei Sachen dazu zu sagen. Es ist halt eine Mischung aus Übernahmen, modifizierten Übernahmen und zurückgezogenen Anträgen, die werde ich jetzt im Einzelnen nicht alle hier vorstellen. Das seht ihr ja. Ich möchte euch erstens darauf aufmerksam machen, wenn ihr euch anguckt in dieser Übersicht den Antrag, den Änderungsantrag zur Zeile 285 von Ulrike Merkel und anderen. Die sind durchnummeriert, Zeile 285, da gibt es dort eine modifizierte Übernahme. Da wird das letzte Wort, da steht betragen, gestrichen und wird ersetzt durch eingehalten werden. Also, Ulrike Merkel und andere, Zeile 285, der Änderungsantrag. In der modifizierten Übernahme gibt es da noch eine Änderung, anstatt dem letzten Wort in der modifizierten Übernahme betragen, steht da jetzt eingehalten werden. Ansonsten möchte ich euch zweitens auf den Änderungsantrag der Grünen Jugend hinweisen, Zeile 125. Dort gibt es eine kontroverse Abstimmung und ich bitte deswegen Sebastian Klick für die Grüne Jugend, dass ihr euren Änderungsantrag vorstellt. Bitte schön, du hast 3 Minuten. Ja, vielen Dank erstmal. Liebe Freundinnen und Freunde, es geht bei diesem Antrag darum, ob wir weiter eigenständig und glaubwürdig Politik machen. Wir entscheiden über das Ausbauziel für die erneuerbaren Energien in NRW bis 2025. Heute haben wir so ungefähr 10% erneuerbare Energien in NRW. 30%, was in dem Antrag steht, steht auch im Koalitionsvertrag. Der Koalitionsvertrag ist ein Auftrag für die Regierung und ein Kompromiss mit der SPD. Es ist nicht unsere Beschlusslage, sondern es ist ein Kompromiss. Das heißt, wir können an der Stelle auch andere Positionen vertreten. Und ich finde, wir müssen andere Positionen vertreten als die SPD. Denn wenn wir SPD-Programme übernehmen, dann stellen wir uns letztendlich auf die gleiche Stufe wie die NRW-SPD mit ihrer absolut unsäglichen Klimapolitik. Wir Grüne
Wir Grüne sind Vorreiter im Klimaschutz und wir bleiben das auch. Wir übernehmen die Verantwortung für die Energieversorgung und für unseren Planeten. Und da möchte ich noch kurz eine Sache sagen. Natürlich müssen wir die Welt retten, denn wir haben keine zweite im Keller. Zu der Glaubwürdigkeit gehört aber auch, dass wir unsere eigenen Beschlüsse ernst nehmen. Wir haben auf Bundesebene den Beschluss, bis 2030 100% erneuerbare Energien zu schaffen. NRW ist Teil des Bundes, also müssen wir auch in NRW 100% erneuerbare Energien bis dahin schaffen. 70% der Energieversorgung in 5 Jahren umzubauen, wie es die Schlussfolgerung aus dem Leitantrag wäre, halte ich für sehr unrealistisch. Ich finde es viel realistischer, dass wir 2025 60% Erneuerbare haben. Natürlich ist es ein ambitioniertes Ziel, aber es ist realistischer, als 70% in 5 Jahren umzubauen. Außerdem haben wir Grüne ambitionierte Ziele nie gescheut. 30% schaffen wir mit einer Weiter-so-Politik und das kann nicht unser Anspruch sein. Wir Grünen sind die Doch-Partei. Alle anderen haben gesagt, Atomausstieg geht nicht. Wir haben gesagt, doch, es geht. Alle haben gesagt, 25% Erneuerbare in Deutschland, das schaffen wir nie. Wir haben gesagt, doch, es geht. Und wir schaffen auch die 60% in NRW bis 2025. Vielen Dank. Vielen Dank, Sebastian. Die Gegenrede im Namen des Landesvorstandes hält Johannes Remmel. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin jetzt in einer schwierigen Lage, weil Wünsche habe ich auch und bald ist Weihnachten, also wir könnten viel aufschreiben, was wir alles wünschen wollen. Und ich würde mir das auch wünschen, ernsthaft, dass wir 2025 60% Erneuerbare im Netz haben, gar keine Frage. Aber wir müssen uns ein Stück auch orientieren an dem, was wir können, wo wir derzeit stehen und wie die Perspektiven sich dann auch ausgestalten. Und im Übrigen ist das keine Beschlussfassung, die im Koalitionsvertrag steht, die ein Kompromiss wäre, sondern die 30% 2025, die im Koalitionsvertrag stehen, sind urgrüne Beschlusslage. Urgrüne Beschlusslage. Und ich will euch nicht mit Zahlen langweilen, aber wenn man über Prozentziele entscheidet, muss man sich ein bisschen mit den Zahlen beschäftigen. Wir haben zurzeit 10% Anteil erneuerbar in Nordrhein-Westfalen am Bruttostromverbrauch. In der Stromproduktion sind es bei Wind 3%. 3%. Und wir wollen bis 2020, also noch nicht mal in 7, 8 Jahren, bei 15% sein. Also eine Verdrei- bis Verfünffachung innerhalb dieser kurzen Zeit. Und wer von euch vor Ort Politik macht und weiß, wie schwierig das ist, eine neue Windzone auszuweisen, der weiß, wie schwierig das ist, bis dahin das zu schaffen. Und dann 2025 60% zu schaffen, das ist aus der heutigen Sicht jedenfalls völlig unrealistisch. Und wir machen Regierungspolitik in Nordrhein-Westfalen und wir müssen es auch erklären, wenn wir Ziele festlegen, wie wir sie denn erreichen wollen. Und deshalb bitte ich euch hier bei der Zielsetzung 30% 2025, das ist sehr, sehr ehrgeizig, zu bleiben. Über 30%, so ist es im Antrag formuliert. Und wenn man mal zurückdenkt, wir sind zurzeit in der Situation 2005 bis 2010 hat Schwarz-Gelb eine Politik gemacht, die Windenergie in Nordrhein-Westfalen kaputt gemacht hat. Da gab es mal einen Minister, der wollte die Windenergie kaputt machen. Und wenn wir die Zahlen sehen, wir sind deutlich zurückgefallen die letzten Jahre. Andere Länder haben uns überholt. Wir sind sogar im Ausbau auf Platz 5. Gut 150 Anlagen pro Jahr im Zubau kommen dazu. Wir bräuchten 300 bis 400 Anlagen im Jahr, um das Ziel 2020 zu erreichen. Deshalb müssen wir aufholen. Und die CDU und FDP hat sich jetzt so hingestellt, erst haben sie die Reifen vom Auto kaputt gestochen, jetzt stehen sie daneben und sagen, nur fahrt mal schneller. Und wir sind zurzeit dabei, das Auto wieder flott zu kriegen. Und das, was die grüne Jugend will, ist sozusagen den Sprung in die Formel 1. Der kommt später. Deshalb würde ich sagen, Leute, lasst uns 2017 nochmal darüber entscheiden, das, was die grüne Jugend will, nicht heute einfach nur ablehnen, sondern zu sagen, 2017 können wir darüber reden, ob wir dann noch einen Schub drauflegen können. Zurzeit ist das völlig unrealistisch. Deshalb bitte bleibt bei dem Ziel, über 30%, das ist schon Arbeit genug. Herzlichen Dank. Gut, vielen Dank. Wir kommen zur Abstimmung. Ich frage euch, wer stimmt dem Änderungsantrag der Grünen Jugend zu? Den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen?
Vielen Dank. Wer enthält sich? Ja, wir sind hier oben der Meinung, eindeutig war das eine Ablehnung mit Mehrheit. Insofern ist der Antrag der Grünen Jugend abgelehnt. Damit kommen wir zur Gesamt- und Schlussabstimmung über den ganzen Antrag mit seinen Modifizierungen. Ich frage euch, wer stimmt dem Gesamtantrag? So schaffen wir die Energiewende zu. Den bitte ich ums Kartenzeichen. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Bei einigen wenigen Enthaltungen ist dieser Antrag angenommen. So, eine Sekunde. So, dann würde ich sagen, sind wir jetzt fast am Ende dieser LDK. Sabine, du hast wie immer das letzte Wort. Ja, ihr Lieben, vielen Dank. Wir waren total fleißig und wir haben wirklich einen erfolgreichen Parteitag hinter uns. Vielen Dank allen dafür. Einen kompletten Landesvorstand, einen zukunftsweisenden Antrag in Sachen Energiepolitik und vor allem 40 Kandidatinnen und Kandidaten für unsere Liste. Und wir werden nächstes Jahr in einen fulminanten Wahlkampf gemeinsam starten. Ich möchte alle der 40, die sich noch nicht bei Veronika Henschel gemeldet haben und ihre Wahlformalia erledigt haben, bitten, das heute noch zu tun. Und möchte jetzt einfach noch mal einen ganz herzlichen Dank sagen, zum einen an das Team der Landesgeschäftsstelle, die das hier alles aufgebaut und begleitet haben. Und auch noch ein bisschen hier bleiben müssen und es wieder abbauen müssen. Denen wünsche ich wirklich noch einen guten Abend. Einen ganz, ganz herzlichen Dank auch an unser Präsidium. Ihr habt uns ganz toll durch die Sitzung geleitet. Es ist gut, wenn man so erfahrene Leute hat, die das sehr gut machen. Deswegen haben wir euch auch noch ein kleines Weihnachtspräsent mitgebracht. Das bekommt ihr gleich. Herzlichen Dank. Und mir bleibt euch nur noch eine wirklich gute Heimreise ohne Schlittereien in Schnee und so zu wünschen. Kommt gut nach Hause und bitte. Ach so, Entschuldigung, du hast recht, ich habe das zweimal gemacht, aber zum Schluss bitte auch nochmal unseren Gebärdendolmetschern und unseren Schriftdolmetschern auch nochmal. Danke. Danke für den Hinweis, Karen. Ja, kommt gut nach Hause, macht euch noch einen schönen zweiten Advent. Tschüss.